Ja, wunderbar. Die Beerdigung haben wir auch geschafft. Ich könnte mir sogar sein Auto leihen. Aber wir machen mal weiter mit den Missionen. Und zwar, was liegt hier auf dem Weg? Das ist Parales. Das hier ist Nebenmission. Regina. Judy, also vielleicht soll ich dann doch mal erst Regina machen, ha? Oder? Naja, ich muss eh auf erstmal Perales. Aber erstmal zu Perales, da müssen wir wahrscheinlich wieder was ermitteln. Du kannst so langsam fahren, wie du willst. Du kriegst das Auto einfach kaum gebremst. River Ward hat was. Okay, er meldet sich nachher bei mir wieder. Sehr schön. Ja, so schreibt man ja, Messages eben beim Autofahren. Gut, schmerzlos. Sollte man natürlich nie in der Wirklichkeit machen. So, eingeparkt. Irgendwie. Irgendwo. Sehr gut. So, oh, brauchen wir das Practice? Okay, ich muss widersprechen. Danke. Ich komme nach oben.
Schön, dich wiederzusehen. Ist was passiert? Oh, sorry, es ist River. Hey, Jeff wird dir alles erklären. Geht's gut? Klar. Er ist fast fertig mit den Vorbereitungen. Wollte dich nur zum Essen einladen. Ich habe übrigens alle seine Meetings heute nach draußen verlagert. Würde mich echt freuen, wenn du vorbeikommst. Wir sind hier also ganz ungestört. Aha. Ungestört bei... Hatte schon Angst. Du hast mich vergessen. Hatte ich niemals. Hatte nur viel um die Ohren. Musste Joss helfen. Randy ist noch im Krankenhaus. Jemand muss auf die Kleinen aufpassen, wenn sie ihn besucht. Hey, du schuldest mir keine Erklärung. Richtig. Also, kommst du vorbei? Oder muss ich betteln? Freue mich drauf, euch alle zu sehen. Prima. Joss wird sich auch freuen. Klingt gut. Weißt du, du fehlst mir wie... Du fehlst mir auch, River. Wir sehen uns also bei Joss? Wir sehen uns bei Joss. Perfekt. Dann bis dann. Mike, wir sprechen über den Eckpfeiler meiner Plattform. Ich mach doch keine 180-Grad-Wende, nur weil Nightcorp... Nein, ich werde niemandem den verfickten Schwanz lutschen. Ich muss los. Mach die Änderungen, wir sprechen später wieder. Wie? Schön, dass du da bist. Jefferson. Setz dich bitte. Du willst sicher wissen, warum du hier bist. Ja, aber natürlich will ich das wissen. Es gab einen Einbruch, aber keinen gewöhnlichen. Was war so ungewöhnlich? Vor ein paar Nächten hat mich irgendwas aufgeweckt. Ein Geräusch. Ich habe meine Pistole genommen und habe nachgesehen. Da war ein Fremder. Sah aus, als wollte er eine Waffe ziehen, also habe ich abgedrückt. Abgeknallt? Ich weiß nicht. Plötzlich drehte sich alles und ich wurde ohnmächtig. Am Morgen war er weg. Du musst ihn finden und rausbekommen, was er wollte. Warum ausgerechnet ich? Wieso heuerst du nicht einfach einen Detektiv an? Ich halte mich lieber an Leute, die ich kenne. Keine schlechte Idee. Immerhin hast du das Rätsel um den toten Bürgermeister gelöst. Diesen Fall knackst du ganz bestimmt auch. Hast du das NCPD verständigt? Wir wollen jede Aufmerksamkeit vermeiden. Kein Laut nach draußen. Im NCPD gibt's genug Vögel, die für ein paar zusätzliche Eddies alles machen. Wenn wir einen Einbruch melden, fallen die Medien wie Heuschrecken über uns her. Keine Polizei. Kapiert. Natürlich haben wir SSI, unsere private Sicherheitsfirma, verständigt. Ist der Sicherheitsfirma etwas aufgefallen? Ja, aber ich kann mir keinen Reim drauf machen. Sie haben keine Spuren eines Einbruchs oder eines Schusses gefunden. Auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen. Der Wachmann hat auch nichts bemerkt. Sie vermuten, dass Jeff einfach nur schlecht geträumt hat. Die einfache Lösung. Liz hat SSI heute abgesagt, damit ich dich reinbringen kann. Ist der Sicherheitsfirma etwas aufgefallen? Ja, aber ich kann mir keinen Reim drauf machen. Sie haben keine Spuren eines Einbruchs oder eines Schusses gefunden. Auf den Überwachungskameras ist nichts zu sehen. Der Wachmann hat auch nichts bemerkt. Sie vermuten, dass Jeff einfach nur schlecht geträumt hat. Die einfache Lösung. Liz hat SSI heute abgesagt, damit ich dich reinbringen kann. Wie sah der Mann aus? Ich kann mich kaum erinnern. Es war dunkel. Aber er trug eine Art Maske. Oder ein Implantat. So genau konnte ich das nicht erkennen. Elizabeth hat ihn auch nicht gesehen? Ich habe die ganze Zeit geschlafen. Der Wahlkampf ist ziemlich anstrengend. Wie sah der Mann aus? Ich kann mich kaum erinnern. Es war dunkel. Aber er trug eine Art Maske. Oder ein Implantat. So genau konnte ich das nicht erkennen. Wieso steht das einmal in Gelb und einmal jetzt in Blau? Ich habe die ganze Zeit obwohl er das Gleiche sagt. Der Wahlkampf ist ziemlich anstrengend. Ja, dann brauche ich tatsächlich nur die Gelben durchgehen. Du bist ohnmächtig geworden?
Ja, richtig. Gleich nach dem Schuss. Und dann? Nichts. Ich bin morgens in meinem Bett aufgewacht, mit höllischen Kopfschmerzen. Irgendeine Idee, wie du ins Bett gekommen bist? Nein, keine Ahnung. Elizabeth weiß es auch nicht. Hat der Typ was mitgenommen oder kaputt gemacht? Es fehlt nichts. Ich habe auch keinen Schaden festgestellt. Jeff muss ihn verjagt haben, bevor er etwas tun konnte. Was kannst du mir über SSI sagen? Wer sind die? Die sind seit 15 Jahren im Geschäft. Sie haben Kunden in der ganzen Stadt. Ich glaube, sie wurden uns empfohlen. Von einem Bekannten. Glaubst du, SSI hat etwas damit zu tun? Entweder das oder jemand, der hinter SSI steht. Hast du irgendeine Idee? Weldon Holt vielleicht? Er ist mein Konkurrent. Wir kämpfen um das gleiche Mandat. Holts Umfrageergebnisse sehen nicht gut aus. Aber eigentlich könnte es jeder sein. Jeff hat viele Feinde, einige davon sehr einflussreich. Die Liste wäre endlos lang. Verstehe. Deswegen bist du hier, Vi. Du musst rausfinden, was zum Teufel da vor sich geht. Gibt's sonst noch was du mir sagen möchtest? Oder musst? Nein, das sollte alles sein. Liz? Das war alles. Und mehr werden wir bestimmt auch nicht rausfinden. Schatz, bitte. Vi wird bestimmt eine Spur finden. Gut, ist das dann erstmal alles, was du brauchst? Ich würde mich gerne mal im Apartment umsehen. Natürlich. Liz führt dich rum. Ich muss zu einem Meeting. Meld dich, sobald du was rausgefunden hast. Komm mit. Ich zeig dir alles. Bin direkt hinter dir. Fangen wir da an, wo Jeff den ungebetenen Gast gesehen hat. Ich muss sagen, manchmal macht mich das alles hier so müde. Die Politik? Bisher ist es uns gelungen, Anfragen von Nightcore, Biotechnica und Arasaka abzulehnen. Bisher, sagst du? Wenn Jeff gewählt wird, ohne jemanden irgendwelche Gefälligkeiten zu schulden, wäre das der eigentliche Sieg. Jeffs Büro. Kontrollraum, Lagerhaus und Flohmarkt. Alles in einem. Hier hat Jeff den Einbrecher gesehen. Und auf ihn geschossen? Genau, direkt nachdem er aus dem Schlafzimmer kam, hat er jedenfalls gesagt. Blutspuren, nur unvollständig entfernt. Wessen Blut ist das? Von einem von euch? Nein, das ist ganz sicher nicht von uns. Vielleicht von dem Einbrecher? Vermutlich. Schusslöcher. Verputzt. Jemand hat versucht, die Schusslöcher zu stopfen. Das war nicht zufällig einer von euch? Nein, natürlich nicht. Das müssen wir das ganze Apartment mal durchleuchten nach den Blutspuren. Aha. Kaputt? Vor ein paar Tagen ging er noch. Wir benutzen ihn aber kaum. Was war das? Keine Ahnung, hat sich gut angefühlt, aber
seltsam. Bisschen wie Acid. Passiert das öfter mit dem Bildschirm? Oder mit den anderen? Ich verstehe nicht. Was da gerade eben passiert ist. Nicht gesehen? Nein. Was denn? Ah, schon gut. Wir können mit Sicherheit sagen, dass der Sicherheitsdienst hochverdächtig ist. Wie, Schätzchen? Wie geht's? Hör zu, ich habe einen Superjob. Sie haben uns belauscht. Ich habe gehört, diese wenn Wako Superjob sagt, in meinem ist eigenen Haus. Metz, ist der Einbrecher sofort hierhin, sag nachdem es. Jeff ihn erwischt hat? Heike. Hörst du wieder Selbstgespräche? Das macht Heike? Wow, du bist echt schlecht im Anpreisen, Wako. Der Job ist normal. Aber der Kunde ist, anspruchsvoll. Das sind die meisten Kunden. Was ist an diesem so besonders? Er will, dass alles genau nach Plan abläuft. Und dafür lässt er richtig was springen. Dieser Job braucht deine fähigen Hände. Weniger erfahrene Leute vermasseln das nur. Na, danke für die Vorschusslorbeeren. Es ist also ein hübsch eingepackter Haufen Scheiße. Okay. Gib mir die Details. Caroline Jablonski. Klingelt da was bei dir? Wurde kaltblütig ermordet. War vor ein paar Jahren groß in den Medien. Wir haben den Typen eingesperrt. Aber jetzt kommt er vielleicht frei. Jablonskis Familie will endlich Gerechtigkeit. Deshalb sollst du ihn umbringen. Du willst, dass ich jemanden ermorde? Was? Spreche ich mit dem Dalai Lama? Hab mich wohl verwählt. Du schwimmst nicht erst seit gestern im Teich, wie? Du weißt, dass Fische gefressen werden. Wurde der Mann schuldig gesprochen? Verdient er wirklich den Tod? Sehe ich für dich etwa aus wie eine Richterin? Was genau hat er getan? Ich bin auch keine Reporterin. Willst du den Job oder nicht? Okay, bin dabei. Gut. Der Kunde wartet in einem Auto an der Ecke Sixth und Brandon. Wieso im Auto? Der Kunde will mitkommen und dabei sein, wenn du dem Kerl eine Kugel in den Kopf jagst. Viel Glück. Na toll. Okay, kümmern wir uns erstmal um den Auftrag. Habt ihr nie was Ungewöhnliches, Verdächtiges bemerkt? Dass sie unser Vertrauen missbraucht haben? Uns ausspioniert haben? Dass sie einen geheimen Raum voller Überwachungsgeräte in unserer Wohnung versteckt haben? Also nichts gemerkt. Verstehe. Ich frage mich, wie lange sie das schon heimlich durchziehen. Zu lang. Das hört jetzt auf. Keiner dieser Spinner wird je wieder einen Fuß... Oh, mein Kopf. Stimmt was nicht? Kümmere dich nicht um mich. Du weißt, was zu tun ist. So, was haben wir denn da für Nachrichten? Okay. Sehr hilfreich. Komische Hardware. Wofür die wohl ist? Ist mit den Monitoren an der Wand verbunden. Und wer weiß, womit noch.
seltsam. Die Tech ist uralt. Sieht aber aus wie neu. Ich habe sowas schon mal gesehen. Im Krieg. Militech hat solche Transmitter benutzt. Kurzstrecken-UHF. Das Signal hat eine kurze Reichweite. Kann aber nicht abgehört werden. Eine kurze Reichweite? Dann lass uns doch mal sehen, ob wir hier in der Nähe einen Empfänger finden. Ich sehe den Empfänger. Neben dem schwarzen Lieferwagen. Das muss es sein. Der Empfänger könnte bei dem Van sein. Ich frage mich, ob Elisabeth den Wagen kennt. Dann sprechen wir mal mit ihr. Vielleicht hat ihr irgendwas damit zu tun. Da ist er. Hallo. Liz, die Sache ist größer, als wir dachten. Der ganze Wahlkampf könnte in Gefahr sein. Um den Wahlkampf kümmere ich mich. Sag mir nur, was du herausgefunden hast. Auf dem Dach ist ein Transmitter, der zu dem Van da draußen sendet. Eine Ahnung, wer das sein könnte? Wir haben keinen Transmitter montiert. Und ich weiß auch nichts von einem Van. Aber ich schätze, er gehört SSI. Wäre eine Möglichkeit. Aber die Tech ist etwas ungewöhnlich. Gehst du der Sache nach? Ja, ich statte ihnen einen kleinen Besuch ab. Gut, ich bleib hier. Sag Jeff erstmal noch nichts, okay? Von mir aus. Ich werde ihn anrufen, sobald ich was Handfestes habe. Ist in Ordnung, aber denk dran, dass Jeff wahnsinnig beschäftigt ist. An mich kannst du dich jederzeit wenden. Gut, ich denk dran. Da können wir uns so einlinken. Oh, ich bin. Komme. FF. D. Ah, das geht jetzt nicht. 55. Es soll weg, ne? Also. Geht nicht mehr. Signalquelle ist nicht weit weg. Oh, warte mit Mitchis Auto. Schauen wir uns mal den Lieferwagen an. Wissen wir mehr. Na toll. Wir verlieren sie, wenn du dich nicht beeilst. Lass sie nicht entkommen, wie.
Jetzt wachst du mal auf. Wir könnten hier eine Konzernverschwörung aufdecken, wie? Glaub mir. Vielleicht sind das verfickte Konzernspione oder sowas. Ich geb mir Mühe. Oh nein. Mann. Wie? Gibt's was Neues? Sie haben euch beobachtet. So viel ist klar. SSI? Aber für wen? Das weiß ich nicht. Sie sind entwischt. Du hast also keine Ahnung, wer dahinter steckt oder warum sie uns abhören? Es könnte ein Konkurrent deines Ehemannes sein, aber wer weiß. Verstehe. Ein Politiker, ein Konzern, sicher bin ich mir nicht. Ist schon gut wie. Ich werde Jeff informieren. Er hat auch Kontakte. Vielleicht findet er etwas raus. Zum Beispiel, ob Holt etwas damit zu tun hat. Holt? Der würde alles tun, um Bürgermeister zu werden. Und er liegt hinter Jeff. Also... Tu, was du für richtig hältst. Du warst uns eine große Hilfe, Vi. Danke. Dein Geld ist bald auf deinem Konto. Mach's gut. Danke. Bis dann. Okay, da habe ich es mal verkackt. Und das sollte es mal geben. Oder? Karte, Map. Takemura nicht. Warte mal. Jablonski. Hier zur River. Machen wir da erstmal den Nebenauftrag hier. Den kenne ich nämlich jetzt noch gar nicht. Den machen wir fix. Regina, Judy dann. So, was haben wir hier Schönes? Noch nichts Gerendertes. Hallo Stefan. Braindancers? Zieh dir mal das hier rein, ja? Hab den härtesten, geilsten Scheiß aller Zeiten. Was bietest du an? Für dich, Süße? Das Beste, was Night City zu bieten hat. Und das wäre? Die neueste, geekigste, aufgedrehteste Virtu, die du je gesehen hast. Das ist ein verficktes Transzendentalerlebnis. Und wo kommt das her? Hast du eine Exklusivlizenz für den Vertrieb in Night City? Mann, um so einen Scheiß kümmert sich doch keiner. Weißt du warum? Weil mein Zeug zu geil ist, um legal zu sein, verstehst du? Was ist auf der Virtu? Neuronenzerfetzender, gefühlsechter, hochoktaner, transsensationeller, adrenalinpumpender Scheiß, yo? Da kommt dein Hirn im Sekundentakt, Mädchen. Glaub mir. Na gut. Du hast mich neugierig gemacht. Haha, wusste doch, dass du nicht nein sagst. Probier die Virtu gleich bei mir aus. Für einen Aufpreis. Nicht nötig. Hab mein eigenes Headset.
gehabt? Natürlich. Vermutlich Topware mit der neuesten Firmware. Aber diese Virtu ist schon fast Vintage. Die spielen die neuen Kränze nicht ab. Warum nicht? Spielen wir sie auf deinem ab. Kannst nicht warten, was? Bei dem Scheiß, den du gleich erlebst, würde ich selbst einen Mega-Ständer haben. Komm schon, mein Spieler ist gleich um die Ecke. Das ist mein Player. Nutze ihn, wann immer du willst. Okay. Wollen wir mal braindancen? Ich Pechvogel. Gefangen im Hirn der dümmsten Söldnerin von Night City. Was ist passiert? Sieh dich um und zähl eins und eins zusammen. Scavs. Scheiße. Ich hab mich verarschen lassen. Immerhin ist dein Gehirn nicht total geröstet worden. Das ist gut. Du solltest langsam aufwachen, weil du gleich Frühstück wirst. Okay. Warte mal. Also die muss ich da jetzt auch einzeln auseinanderpflücken, glaube ich. Einfach furchtbar. Nicht mal einmal hat man hier seine Ruhe, wa? Du kommst auch mit. So, die Wanne wartet auf dich. Gibt's hier einen kleinen Schießer? Bist das etwa du? Da steht da noch so ein bisschen blöde. Komm raus! Ich will nur reden! Versprochen! Hey, das ist die kleine Fuß, die hier vor einer Weile mit rauchenden Knarren reingestimmt ist. Mit diesem Psycho, der sie einen kleinen Schießer? Ganz genau. Sieht aus, als wäre es Zeit für Rache. Oh oh, zwei Stück. Dann lassen wir die mal. Habe ich überhaupt irgendwelche Waffen? Oh, ich bin ganz nackt. Läuft doch.
Naja. Zum Glück hat er sie noch angehabt, jetzt die Hose wieder. Meine Ausrüstung ist da hinten im Schrank. Das sind drei Leute da hinten. Komm raus! Ich will nur reden! Versprochen! Gibt's hier einen kleinen Schießer? Bist das etwa du? So, ich bin jetzt zu schwer, glaube ich. Oder? Bin ich zu schwer? Oh ja, bin zu schwer. Ich muss mal eben was zerhäckseln. Also Skippy habe ich schon mal. Die hat eine Tausender Stärke, brutal. Dann nehme ich aber jetzt noch mal eine MG, ne? Ja, und natürlich meine Kleidung. Gut, und jetzt kann ich was vernichten. Meine überschüssigen Rucksackwaffen. Die behalte ich vielleicht mal. Die stärkste Pistole, die ich habe. Für Schalldämpfer oder so. Fragen sollen, ob er auch gebrauchte Hypos für dich hat. Was hätte schon schief gehen sollen? Nicht jetzt, Johnny.
Da ist eine. Wir finden dich so oder so. Hast du gehört? Nicht irgendwie ablenken. Das sind zwei. Mann, wieso hat ausgerechnet die mich gesehen? So, warte mal, E9 haben wir jetzt gerade nicht. Jetzt haben wir hier eine E9. 55, E9. Halt genau in meine Richtung. Wir finden dich so oder so. Hast du gehört? Ja, und das sind zwei. Vielleicht bringt das ein bisschen Ruhe rein. So oder so. Hast du gehört? Zweifle ich aber. Den zweiten Ausgang hier. Schauen wir noch mal, ob vielleicht etwas geht mit guter Waffe. Heißt Pistole. Inklusive einen guten Schalldämpfer. Brauche ich schon guten. Den da drauf packen. Brauche ich eine hohe Reichweite. Das könnte passen.
Sure. So, Entschuldige. Sieh an. Sieht aus, als wäre das Glück mit den Dummen. Und jetzt? Jetzt hole ich mir meine Eddies zurück. Also tatsächlich ohne großen Kampf da rausgekommen. Und die Pistole ist ganz nice dafür. So, 500 Meter, wir nehmen uns trotzdem mal mein Motorrad wieder. Ich will meine Eddies zurück. Heilige Scheiße, Kleine. Bist du okay? Als du die Wirte hochgefahren hast, hattest du einen Glitch und... Spar dir den Atem. Du hast mich beschissen. Du wusstest, was du tust. Aber weißt du auch, was ich jetzt tue, ha? Hey, warte mal, yo. Lass uns beide ganz cool bleiben.
hast eine Stunde, um aus Night City zu verschwinden und nie zurückzublicken. Oh, Jesus und fucking Maria! Danke! Ich wusste, du... Halt's Maul, verdammt! Ich war noch nicht fertig. Wenn ich deine Fresse noch einmal sehe, dann schlitze ich dich auf und erstick dich mit deinen Eingeweiden. Verstanden? Und jetzt Abmarsch! Meine Fresse, ey. Was für eine Entführung, aber das ist zum Glück ziemlich gut für mich ausgegangen, ohne großartiges Blut, was ich vergossen habe, ging es super durch. Ja, was hätten wir noch? Ich denke mal, gar nichts für jetzt. Schauen wir hier nochmal, River wird wahrscheinlich länger dauern, Cinnerman, gute Frage, Regina, genau, Regina, die könnte ich noch machen. Ist ja auch fast in der Nähe. Vielleicht bekomme ich von ihr einfach eine Belohnung, weil ich ja die ganzen Cyberpsychos aus der Stadt geschafft habe. Doch, hier muss ich wieder mal warten, bis das Ganze aufgebaut ist von der Landschaft her. So. Oh. Und da springe ich nicht rein. Könntest du jetzt den Fahrstuhl fertig bauen? Danke. Okay, ich habe gedacht, jetzt geht's. Und dann endet's so. Ach, verdammter Mist, ey. Mich beschissen. Du wusstest, was du tust. Oh, immer noch. Aber weißt du auch, was ich jetzt tue? Ha? Hey, warte mal, jo. Lass uns beide ganz cool bleiben. Du hast eine Stunde, um aus Night City zu verschwinden und nie zurückzublicken. Oh, Jesus und fucking Maria. Danke. Ich wusste, du... Halt's Maul, verdammt. Ich war noch nicht fertig. Wenn ich deine Fresse noch einmal sehe, dann schlitze ich dich auf und erstick dich mit deinen Eingeweiden. Verstanden? Und jetzt Abmarsch. So, okay, da waren wir vorhin auch. Wir müssen nochmal zu Regina fahren. Und diesmal hoffen, dass ich da nicht reinspringe. In mein Verderben.
hier ging schon runter, dabei ist es ja hier natürlich. So, okay. Diesmal hoffentlich ohne Fahrstuhlglitch. Aber wir konnten wirklich feststellen, wo geht's tief nach unten. Immer noch. Schau mal. Hey. Oh, jetzt hat er einen Boden bekommen. Ist. Geil. Nur, dass ich deine Arbeit zu schätzen weiß. Du hast den meisten Cyberpsychos eine zweite Chance gegeben. War sicher nicht einfach. Manche haben schon mit der Therapie begonnen. Selbst wenn man ihnen nicht helfen kann, erfahren wir vielleicht mehr über die Krankheit. Ich glaube einfach nicht, dass es an einer Überlastung durch Cyberware liegt. Wer weiß, vielleicht erfahren wir genug für einen Artikel. Na gut. Hier ist deine Belohnung. Danke. Geil, ich kann jetzt meine Belohnung nehmen. Auskleiden, ich glaube, das ist zum Einkleiden. Das kann ich schon nicht mehr gebrauchen mit meiner besten Rüstung. Nee, nicht wirklich. Hat die. ...132 sogar. Also, es hat sich doch etwas gelohnt, um meine Ausrüstung aufzutunen. So, gehen wir mal nach Ebene unten hier. Aufzug wieder. Ab ins Erdgeschoss. Da geht's raus. So, dann schauen wir mal, wo die Reise in der nächsten Folge hingeht. Ja, wir sind natürlich in der Nähe von Judy, ne? Würde ich auch sagen, bleiben wir fast mal dann bei Judy, wo es dann hingeht. Ja, Leute, ich bedanke mich bei eurem Zuschauen und ja, wir hoffen, dass wir in der nächsten Folge dann ebenfalls wieder viel Spaß haben in Cyberpunk 2077. Macht's gut, Leute. Bis demnächst.